interessante Menschen vor die Kamera zu holen, die unglaublich viel mit Bergen zu tun haben und insbesondere Skilaufen. Das ist das Motto dieser Teilstaffel. Und heute haben wir eine junge Frau per Skype dazu gebeten, die es auch noch geschafft hat, ihren Beruf draus zu machen. Katharina Kessler, ich freue mich sehr, dass sie da ist. Live und in Farbe, und da ist sie aus München bei uns im Skype. Wunderschön, dass du da bist. Ich freue mich sehr. Ich freue mich auch. Ich würde am liebsten, also ich rede ja am liebsten über Skilaufen, also Skier bauen und Skilaufen. Das sind die Themen, die mich bewegen. Und wenn ich Gäste ans Mikrofon kriege, dann haue ich eigentlich immer direkt da rein und sage so, jetzt erzähl mal, wie bist du zum Skilaufen gekommen? Was macht Skilaufen mit dir? Was ist es für dich? Ja. Hui, so viele, so eine große Frage. Ja, immer die ganze Bandbreite. Wie bin ich dazu gekommen? Wie wahrscheinlich viele, ich wurde von meinen Eltern auf Ski gestellt, war 3 Jahre alt. Ich fand es tatsächlich am Anfang ganz schön blöd. Irgendwie waren mir die Ski nicht so sympathisch und in eine Gondel einzusteigen auch nicht so ganz. Es hat sich dann aber recht schnell geändert und ja, dann ging es halt so weiter, wie es weitergeht. Ich komme ursprünglich aus Bamberg, nicht ganz Hamburg, aber auch nicht ganz Berge. Und war halt immer eine Woche im Jahr mit meinen Eltern beim Skifahren. Und ja, und so richtig mehr wurde es erst mit dem Moment, wo ich nach München gezogen bin und dann auch näher an den Bergen war und mehr Möglichkeit hatte zum Skifahren. Wann bist du nach München gezogen? Wie alt warst du da? Da habe ich dann schon studiert gehabt und da war ich so Ende 20, ist auch schon ganz schön lange her, 12, 13, 14 Jahre sowas. Okay, und aber dann hatte ich Skilaufen nochmal richtig gepackt. Irgendwie, ich hatte schon immer für mich war das schon irgendwie immer die schönste Zeit im Jahr. Ich weiß gar nicht so genau, warum. Es hat, glaube ich, so verschiedene Gründe. Erstens bin ich halt voll der Bergmensch und das kann man, glaube ich, nicht immer so rational erklären. Das ist einfach ein Gefühl. Zum anderen fand ich irgendwie die Stimmung bei uns in der Familie schön im Skiurlaub und ich finde, da gehört dann halt noch so viel dazu, so ein bisschen dieses Alpenklischee-Zeug, ne? Vom Germknödel über den Kaiserschmarrn zu Gratsche, Sonne, Terrasse, keine Ahnung. Und nicht nur so Skifahren und wieder heim, so, sondern es geht über den Sport, finde ich, voll hinaus. Und das hat mir immer voll gut gefallen. Und dann war für mich schon immer irgendwie klar, boah, also das wird nicht beim Alpin-Skifahren bleiben. Ich möchte auf alle Fälle ins Gelände und ich möchte Skitouren gehen und ich möchte das alles noch viel besser können. Und genau. Okay. So habe ich dann halt meinen Lawinenkurs besucht, wie man es halt so macht, ne? Und habe mich da langsam vorgetastet. Also wirklich über dieses Bergerlebnis, also ganz nebenbei, das geht mir genauso. Ich finde, Skilaufen ist tatsächlich eine der Urlaubsformen, die mit der Familie am meisten machen irgendwie. Ja. Also schon allein, weil es keine Debatten gibt, was tust du? Du stehst auf, gehst frühstücken, gehst Skilaufen. Es wird nicht groß diskutiert, also außer es ist minus 20 Grad und die eine oder andere sagt, mir ist kalt. Aber tatsächlich über das Bergerlebnis zum Freeriden. Also ja, und ich war schon immer, also ich fand, voll schwierig zu sagen, warum einen das so fasziniert hat, aber das war halt dann auch irgendwann, ist es dann ja das logische Nächste, ne? Wenn du ganz solide irgendwie technisch gut auf der Piste fährst, dann denkst du dir so, ja, aber das schaut schon irgendwie cool aus, was die da so machen im Tiefschnee. Und naja, da könnte man ja vielleicht auch mal da drüber springen. Und überhaupt weg von, natürlich Skitouren gehen, weg von den Menschen, weg von den Massen, ewig weite, weiße, unzerfahrene Hänge. Das hat halt was. Und so
Ja, hab ich das dann angefangen. Das hat ganz viel. Ich erlebe tatsächlich auch in meinen Skibaukursen immer wieder Menschen, die das völlig spooky finden und sagen, was, abseits der Piste? Nee, und ist doch gefährlich und was soll ich da überhaupt? Wenn ich dann anfange so mit leuchtenden Augen so, ey, und da ist dir der Tiefschnee bis zur Hüfte hochgewandert und Tiefschnee bis zur Hüfte ist ja eklig. Aber ich habe schon auch den Eindruck, es werden mehr Leute, die tatsächlich begeistert eben auch abseits der Piste unterwegs sind. Das machst du jetzt tatsächlich schon ein paar Jahre, ne? Genau, mache ich schon ein paar Jahre. Jetzt muss ich dann tatsächlich mal richtig gescheit rechnen und überlegen, wie lange. Also ich bin 2007 nach München gekommen und dann habe ich ein Volontariat gemacht beim Bayerischen Rundfunk und als Volontärin hat man ja auch noch nicht so viel Geld. Und Skifahren ist ja, brauchen wir ja nicht reden, ein eher teurer Spaß. Aber da ging das dann so langsam los und wurde dann halt immer mehr und klar, dann irgendwann habe ich mir die Tirol-Card mal ein paar Saisons in Folge gekauft und dann habe ich mir gedacht, ah, ist irgendwie ablehnt, wenn es dann immer nur in Tirol fahren kannst. Dann habe ich die nicht mehr gekauft. Aber so, also es war für mich schon immer meine Hauptbergsportart. Und im Sommer fahre ich ja Mountainbike. Das kam ganz lange oder bis zuletzt eigentlich nicht ans Skifahren ran. Es hat sich so ein bisschen geändert mittlerweile, aber trotzdem ist Skifahren immer noch so. Ich sage immer, es ist echt meine erste große Liebe gewesen und das bleibt es dann halt auch. Ja, klar, die erste Liebe, die vergisst man nicht. Und bei mir war es tatsächlich dieses Tiefschneefahren. Wenn du das erste Mal wirklich erlebt hast, wie diese weiche Unterlage dich wegträgt wie auf so einer Wolke und denkst so, wow, wo bin ich hier? Das ist schon ganz großartig. Aber du bist ja nicht nur aktiv am Berg, sondern auch quasi in den Medien präsent über den Berg und machst da so einiges. Gib doch mal einen kleinen Überblick. Was strickst du so drumrum um dasselbe Erleben am Berg? Ja, einiges tatsächlich. Also es hat sich so ein bisschen zufällig ergeben, vielleicht um die Genese zu erzählen, weil ich meine, ich weiß nicht, ob dir bis nach Hamburg bergauf, bergab ein Begriff ist. Das ist eine relativ institutionelle BR-Sendung über Berge und die machen immer sehr viel, ja, ganz, ganz, wirklich richtig sportliche Touren. Und schon damals, wie ich beim BR hospitiert habe, habe ich mir gedacht, boah, ja, aber das, was die machen, das schaffe ich ja nie im Leben und nie kann ich das. Wie das halt so ist, das hätte ich mir nie zugetraut, da zu arbeiten und alles andere, was es so in diesem Bereich gibt oder so Sportjournalismus, klassischer Sportjournalismus, war mir völlig, also warum? Ich will nicht erzählen, dass ein Fußballspiel 1:1 ausgegangen ist oder so, das ist mir zu langweilig. Ich wollte immer Okay. Geschichten erzählen von Menschen eben, ne? Und Ja. genau, und trotzdem ist es dann ja so, wenn man so ein privates Interesse hat, jetzt nicht nur für Skifahren, sondern eben für eher ausgefallenere Sportarten, sage ich mal, dann ergibt sich das natürlich schnell, dass man da mal ein Thema macht und dass dann mal jemand sieht, oh, die hat da das Thema gemacht, ah, die kennt sich scheinbar damit aus und zack, ist man in so einer Ecke drin, die dann eben irgendwie so diese Outdoor-Freizeit-Ski-Mountainbike-Ecke ist. Und natürlich kam mir das nicht ganz ungelegen und ich habe mir gedacht, ach ja, ist ja schön, macht mir ja Spaß, mache ich gerne. Und ja, so hat sich dann immer eins zum anderen ergeben. Und ich habe bei Puls das junge Programm, oder eigentlich ist es kein einziges Programm, sondern sehr viele unterschiedliche Formate, Content-Netzwerk, sagen wir, des Bayerischen Rundfunks für junge Menschen. Eben da habe ich super lange die Sportthemen betreut und habe eine eigene, ja, Action-Sportsendung entwickelt und betreut und später einen YouTube-Kanal und dann habe ich das irgendwann mal aufgehört und habe jetzt eben einen eigenen Podcast, Bergfreundinnen heißt der, am Start. Den haben wir mit Bayern 2 entwickelt und eben auch den Munich Mountain Girls, was eine Community ist von Bergfrauen in München, die sich gefunden haben. Und ja, und dann gibt es noch Outwill. Das ist ein, ich nenne es Blog. Ich finde, es ist nicht so ganz ein Blog, weil es eben nicht so nur persönliche Erlebnisgeschichte ist, sondern teilweise ein bisschen magaziniger.
Ja, aber geht eben auch, ist eben auch Outdoor als Thema. Will definitiv eine Leseempfehlung, ganz klar, und eben nicht nur als reiner persönlicher Blog, sondern mit immer wieder spannenden Berichten, sowohl Mountainbiken wie auch Wintersport und eben auch abseits der ganz großen Themen immer wieder unterwegs. Ein Freund, der auch hier auf YouTube bei uns im Kanal häufiger auftritt, der Björn Köcher, schreibt auch ab und zu bei Outwill. Und das ist auf jeden Fall sehenswert und lesenswert. Werden wir auch unten unter dem YouTube-Video mit verlinken. Genauso natürlich wie die Munich Mountain Girls. Mountain Munich oder Munich Mountain? Munich Mountain Girls. Ja, ist guter Punkt. Es ist sehr viel schon drüber diskutiert, aber es heißt Munich Mountain Girls. Munich Mountain Girls, okay. Und da bist du regelmäßig auch mit eigenen Berichten vertreten. Ich hatte einmal einen Mountainbike-Bericht gesehen. Machst du da auch was über Skilaufen? Ja, genau. Also hängt natürlich so ein bisschen von der Saison ab, aber ist nicht irgendwie thematisch eingeschränkt. Okay. Ein Film mit mir geht nie, ohne dass man auch kurz über Technik und Skier spricht. Das kann ich gar nicht. Was sind deine Lieblingsbretter für den Freeride-Einsatz? Was hast du im Moment unter den Füßen? Was habe ich? Ich bin gespannt. Also ich fahre Kestle-Ski tatsächlich. Und Ist ja namensgerecht, ne? ja, das ist namensgegen, genau. Gut. Und ich fahre gern leichte und trotzdem lange und trotzdem steife Ski. Ich bin jetzt gespannt auf das, was neu kommt, weil die Tourenskilinie von Kestle wird ja um einen breiteren und noch ein bisschen härteren Ski nach oben erweitert. Ich hatte immer den TX98, den ich echt super fand. Aber natürlich, wenn es richtig, was leider ja sehr, nicht so oft vorkommt, ehrlicherweise, aber wenn es richtig, richtig viel, richtig, richtig tiefen Schnee hat, ist er natürlich ein bisschen zu schmal und auch zu leicht, ne? Und da könnte es jetzt meiner Meinung nach vielleicht mit dem TX103 einen geben, der das Problem so ein bisschen ja mit dem Problem aufräumt und genau das Richtige dann für mich ist, weil ich mag mich auch ungern entscheiden zwischen, will ich jetzt noch ein paar Meter hochgehen oder nicht. Und ich habe einfach gerne eine Pinbindung drauf und ein paar Felle immer dabei und schaue, was der Tag so bringt. Und deswegen ist sowas für mich echt eine gute Sache. Sonst mag ich noch, ja, also das sind schon so, was ich echt ganz lange sehr, sehr gerne gefahren bin, ist Forefront. Der Hochi alleine schon auch so ein bisschen aus so einem Fangirl-Ding. Aber das finde ich auch ein Ski, der super, das eine große Einsatzbreite hat so und das finde ich gut. Das sind einfach alles Skier, die wirklich im Bereich Freeride, also auf der Piste, macht das jetzt mit einem 104 mm Ski nicht mehr wirklich durchgehend Spaß, aber abseits der Piste bist du damit ja einfach relativ breit aufgestellt. Du kannst den durchaus mal ein paar Höhenmeter hochlaufen, ohne gleich am Stock zu gehen. Aber du hast schon ein bisschen was unterm Fuß, um wirklich powdern zu können. Das sehe ich ganz genauso. Hast du irgendwelche Tourenziele, wo du sagst, da wollte ich schon lange mal hoch, die Route wollte ich schon lange gehen? Ich war noch nicht so viel fahren, also in der Schweiz tatsächlich, weil halt es auch ein gutes Stück weg ist von hier, ne? Und da hätte ich schon Bock, einfach mal mehr unterwegs zu sein, weil wir waren vor 2 Jahren mal in Verbier und ich dachte mir so, boah, also mich beeindruckt dann einfach auch die Art des Gebirges und die Landschaft und alles so dermaßen, dass ich das auf alle Fälle gerne noch mehr machen würde und mal nach Zermatt und keine Ahnung halt so diese Spots. Ich war nur mal in Andermatt und das war schon ganz cool, wurden direkt eingeschneit, aber eben gerade so da eben alles, was da so noch zu holen wäre, Engelberg, keine Ahnung, auch so ein bisschen diese. Also vor Engelberg selbst ist was, aber vor Engelberg gibt es was ganz Spannendes. Da müssen wir mal zusammen hin. Das findest du nicht, wenn du nicht aktiv hingehst. Es ist eigentlich nur ein einziger Lift, aber ist das Freeride-Paradies. Das ist unglaublich dort. Ja, aber da gibt es natürlich noch. Aber es ist jetzt nicht so, dass du sagst, ah, was ich schon seit Jahren machen will und das ist genau diese Route. Das ist nicht so der Fall, sondern du gehst jetzt tatsächlich so. Ja, mehr so regional.
so Pläne, die nicht mehr so ganz in die Zeit passen. Also was mich wirklich natürlich interessieren würde, und ich glaube, jeder, der ein bisschen ambitionierter Ski fährt und abseits fährt und sagt, das interessiert ihn nicht, der schwindelt ein bisschen, aber klar würde ich gerne mal nach Alaska. Und ja. Das ist halt so, ja, mal gucken. Ja, genau. Es gibt so ein paar Sachen, wo man sagen muss, das steht bei mir auch noch auf der Bucketlist. Also Alaska, ich würde wahnsinnig gerne mal Touren gehen in den Lüngenalpen in Norwegen. Das ist so ein Ding, was mich jetzt schon seit Jahren umtreibt und ich aber irgendwie den Punkt nicht gefunden habe, obwohl es Angebote dazu gab. Ja, sehr, sehr schön. Was ist in deinem Tourenrucksack außer der üblichen Schutzausrüstung immer drin? Gibt es irgendwas, was du als Glücksbringer oder wo du sagst, das brauche ich immer bei mir, das ist immer in meinem Rucksack dabei? Was ist immer drin? Schon mal kein Stofftier, sonst wüsstest du es sofort. Also ich bin jemand, der eigentlich immer, mein Freund schimpft mich immer, weil meine Rucksäcke immer so schwer sind, weil ich immer relativ viel Zeug mitnehme. Was ich echt tatsächlich immer dabei habe, das ist jetzt was sehr Weibliches, ist ein Wechsel-BH. Weil ich mir einfach, okay, wenn mir warm wird, dann besonders da, und wenn es einem dann später da kalt wird, weil einem da schon warm war und man geschwitzt hat, dann wird es sehr unangenehm und deswegen. Ja, schöne Einblicke in den Tourenrucksack von Katharina Kästle. Insgesamt ein ganz tolles Gespräch. Ich danke dir sehr. Das war sehr angenehm, ein bisschen zu erfahren, wie kommt man in den Richtungen. Ich bin natürlich super neidisch. Du hast es ja noch enger beruflich mit dem Hobby verzahnt, weil ich sitze ja hier immer nur in der Werkstatt und baue Skier und andere gehen dann damit Skilaufen, das manchmal ein bisschen bitter ist. Du bist ja quasi wirklich ganz nah dran mit deiner redaktionellen Arbeit und mit deiner Autorenarbeit dann wirklich direkt auch ins Gebiet zu können. Da bin ich natürlich schon ein Stück weit neidisch. Das muss ich noch ausarbeiten, das Konzept. Ja, ganz vielen Dank. Wir hoffen, dass das für unsere Zuschauer natürlich auch wirklich ein paar interessante Aspekte geboten hat. Guckt euch die Munich Mountain Girls an und das wird genau so geschrieben, wie es unten steht und nicht anders. Guckt gerne auf den Seiten des Bayerischen Rundfunks zu dem, was von Katharina Dart noch so zu finden ist. Da sind spannende Beiträge dabei. Und ansonsten bedanken wir uns, also ich mich jetzt im Namen von Katharina mit, fürs Zugucken und dann wünschen wir euch eine coole Zeit auf Skiern.